Einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße euch bzw. Sie ganz herzlich zu meinem Erklärvideo. Damit steigen wir auch gleich in das Thema ein. Für den berühmten Satz des Pythagoras gibt es sicherlich hunderte Beweise. Ich möchte hier einen davon vorstellen, nämlich den über den Beweis des Kathetensatzes. Das ist zwar nicht der einfachste, aber dann haben wir den Kathetensatz ja auch gleich mitverstanden. Hier ist zunächst die Aussage des Satzes von Pythagoras bildlich dargestellt. Die Aussage ist ja, dass in einem rechtwinkligen Dreieck a² plus b² gleich c² gilt. Dabei ist c die Hypotenuse, das heißt die Seite gegenüber des rechten Winkels. Und a und b sind die beiden Katheten, sprich die anderen beiden Seiten. Hier sind die zu den Termen gehörenden Flächen a², b² und c² in blau, grün und rot eingezeichnet. Das Dreieck muss natürlich nicht so aussehen, wie es hier jetzt gerade gezeichnet ist. Ich verändere mal den Ort des Punktes C. Wie man sieht, ändern sich dann auch die Flächengrößen. Wenn ich A immer kleiner werden lasse, so, dann erkennt man auch schon die Richtigkeit der Aussage in diesem Sonderfall. Dann sind nämlich B² und C² gleich groß. Entsprechendes gilt, wenn ich B gegen 0 gehen lasse. Für den Beweis stelle ich aber wieder eine mittlere Größe ein. So, und los geht's. Zuerst brauche ich die Höhe auf die Seite C. Das ist die Linie senkrecht auf die Seite und durch den gegenüberliegenden Eckpunkt. Hier ist sie. Der Fußpunkt der Höhe teilt die Seite C in zwei Teilstücke. Die bezeichne ich, wie auch in den Mathebüchern üblich, mit P und Q. Der Kathetensatz sagt nun aus, dass die Fläche b² genauso groß ist wie die Fläche des Rechtecks mit den Seitenlängen P und C. Das ist also das linke Teilrechteck der Fläche C². Entsprechend geht auch, dass A² genauso groß ist wie das Rechteck mit den Seitenlängen Q und C, also das rechte Teilrechteck von C². Ja, und damit ist auch der Satz von Pythagoras richtig, denn a² und b² sind dann ja zusammen genauso groß wie die beiden Teile von c², eben wieder zusammengefügt. Ich werde nun in drei Schritten die Fläche b² in die Rechtecksfläche p mal c überführen. Bei allen Schritten bleibt dabei die Größe der Fläche gleich. Schritt 1 ist eine Scherung, auch genannt Parallelverschiebung. Ach, was soll ich dazu groß erzählen? Eine Scherung sieht so aus. Bei der Scherung geht die Quadratfläche in ein Parallelogramm über. Und bei Parallelogramm wird die Fläche bekanntlich via Grundseite mal Höhe berechnet. Da sich hier die Grundseite links unten nicht ändert und auch die Höhe auf diese Seite immer gleich bleibt, bleibt auch die Fläche bei dem ganzen Vorgang immer gleich groß. Jetzt verschiebe ich die obere Seite durch die Parallelverschiebung bzw. Scherung so weit, dass sie genau identisch wird mit der Seite C. Im zweiten Schritt drehe ich das entstandene Parallelogramm um 90 Grad um den Punkt A nach rechts. Das sieht so aus. Dass sich bei Drehung die Fläche ebenfalls nicht ändert, brauche ich wohl nicht zu erwähnen, oder? Es folgt der letzte Schritt. Noch eine Scherung. Jetzt aber mit der rechten Seite. Die schiebe ich nun so weit nach unten, bis aus dem Parallelogramm ein Rechteck geworden ist. Tja, und schon ist die Fläche b² in die Fläche P mal C überführt worden. Und das war's auch schon. Der Kathetensatz ist bewiesen. b² ist genauso groß wie C mal P. Im Schnelldurchgang zeige ich das ganze Verfahren auch nochmal auf der anderen Seite mit der Fläche a². Erstens Scherung, zweitens Drehung und drittens noch eine Scherung. Fertig. Das soll es an dieser Stelle von mir gewesen sein. Damit darf ich mich verabschieden. Tschüss.